Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich bin Heidi Reh und ich lade Sie ein, sich mit mir virtuell auf einen Spaziergang auf den Spuren Münchner jüdischer Kauf- und Warenhäuser zu begeben, basierend auf meinem Roman »Das Haus der schönen Dinge«. In diesem Roman erzähle ich die Geschichte der Familie Hirschvogel. Die Familie Hirschvogel ist die Betreiberin des Kaufhauses Hirschvogel am Rindermarkt. Und anhand deren Geschichte möchte ich erzählen, wie sich in München einst wunderschöne große Kauf- und Warenhäuser angesiedelt haben, die von Menschen betrieben wurden, die damit einen ganz großen Traum verwirklichen wollten. Meine Hirschvogel sind eine ausgedachte Familie. Ich habe mir ihre Geschichte aber zusammengestohlen aus den realen historischen Vorbildern der Familie Hermann Tietz und der Familie Max Uhlfelder. Hermann Tietz ist eine Kaufhausfamilie aus Gera in Sachsen. 1889 kam er mit seinem Neffen und Adoptivsohn Oskar und dessen Familie an die Isar und eröffnete am Karlsplatz Stachus das erste Niedrigpreis-Kaufhaus der Stadt. Dieses Kaufhaus erfreute sich sehr schnell so großer Beliebtheit, dass er expandierte und schließlich von München aus nach Berlin und von dort nach ganz Deutschland ging, um die Warenhäuser Hermann Tietz zu gründen. Die Familie Max Uhlfelder sind ein richtiges Münchner Urgestein. Max Uhlfelder eröffnet 1880 sein Kaufhaus für Haushaltswaren im Münchner Rosental, ganz nah beim Marienplatz. Über mehrere Generationen wird dieses Kaufhaus auch wachsen und gedeihen und vor allem den Bedarf der normalen Münchner für den Alltag decken. 1938 in der Reichspogromnacht wurde dieses Kaufhaus komplett zerstört. Meine Hirschvogels changieren jetzt zwischen den luxuriösen, mondänen Kaufhäusern der Familie Hermann Tietz und den etwas alltagstauglicheren Kaufhäusern der Familie Max Uhlfelder. Jakob Hirschvogel ist vom Gefühl her allerdings näher an Max Uhlfelder dran. Denn Jakob Hirschvogel ist schon in der dritten Generation mit seiner Familie an der Isar ansässig. Die Hirschvogels betreiben seit jeher ein kleines Tuchwarengeschäft in der Löwengrube im Schatten des Frauendoms. Jakobs Frau Thea dagegen stammt aus einer vornehmen Frankfurter Kaufmannsfamilie. Jakob ist nämlich wie Hermann Tietz einst in die Welt gezogen, um die Lehre, die er bei seinem Vater absolviert hat, mit den Erfahrungen in Paris und London zu vervollkommnen. Und irgendwo da ist ihm Thea begegnet und die Idee der wunderschönen großen Kaufhäuser, die eine Fülle von Waren anbieten und ihre Kundschaft verzaubern und die diese Träume träumen lassen, damit sie sich eines Tages auch Luxus und große weite Welt nach Hause holen können. Und als gestandener Münchner beschließt Jakob, in München, seiner Heimatstadt, ein solches Kauf- und Warenhaus von Münchnern für Münchner zu betreiben, damit er auch an die Isar die große weite Welt holen kann. Denn München wird in der Prinzregentenzeit zur berühmten Kunststadt, in der auch sehr viele Menschen leben, die sehr viel Geld haben und sehr viel einkaufen können. Und all dies erzählt mein Roman »Das Haus der schönen Dinge«, zu dessen Lektüre ich Sie sehr gerne einlade.